Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit einem Replay vom STRV 103.0. Das ist ja der Tier 9 TD der Schweden. Und wir sehen, da ist schon eine Gunmark drauf. Also von dem her, da passiert schon ein bisschen was an Damage. Was ich das Schöne an diesem Replay finde, die Schweden sind ja eigentlich dafür bekannt, dass sie immer noch aus der ganz, ganz weiten Entfernung schießen und ihren Damage machen. Hier gibt es aber keinen einzigen Hitpoint, der über 300 Meter gemacht wird, und deswegen will ich das euch zeigen. Der Kaito 001 hat das Ganze eingeschickt. Vielen lieben Dank an der Stelle. Jetzt schauen wir mal, wohin er sich da positioniert. Klar, Overlord ist da schon eine schöne Karte für den Schweden. 10er, 9er, 8er Gefechte am Start. Und er hat hier seinen Mate im Jagdtiger auch dabei. So, und jetzt geht er in den Belagerungsmodus und wir schauen jetzt mal, wo der Damage so herkommt. Der AMX sollte schon der erste Treffer werden, aber der hat noch leider gar nicht geklappt. Auch der nicht. Aber lieber mal einen mehr rausbratzen als eins wenig. Denn so viel kosten die Granaten jetzt auch nicht, dass man da jetzt sparen müsste. So, jetzt wartet er auf hier, dass da jemand rüberkommt. Genug Panzer wären da ja, aber auch da ist jetzt keiner, der da richtig am Start ist. So, AMX, sehr schön schnell. Einfach mal draufgebratzt und der hat auch gesessen. So, jetzt will er hier ein bisschen ins Eck. Mit dem Auto-Aim ist es natürlich da gut machbar. Muss aber aufpassen, da sind viele Gegner. Da wollte er es nochmal ganz schnell erledigt haben, aber da war es einfach schon fast zu schnell. So. Und hier kommt er minimal auf den T49 drauf. Aber das reicht halt dann gerade so für den Damage. Der Löwe ist an ihm gebounced. So, und jetzt hilft er hier seinem Mate mit dem WZ. So, sollte hoffentlich für den WZ reichen, um den jetzt hier wegzumachen. Genauso ist es. Und jetzt kommt der Sheridan rüber. Da konnte er auch nochmal einen draufsetzen, aber da hat es halt den WZ leider jetzt erwischt. Irgendwo ist halt mal gut. Was halt das Schöne am Schweden ist, da bounced dann doch mal ein bisschen was. Jetzt ist er gekettet. Ganz, ganz beschissene Situation. Denn das darf nicht passieren. Er kann auch nicht mehr die Kette reparieren. Da muss er jetzt hoffen, dass das jetzt funktioniert. Der AMX ist da ein bisschen doof, weil er einfach so vor der Kanone stehen bleibt, wenn er schon gekettet ist. So, jetzt kann er den AMX noch wegmachen. Auto-M, zack, der mal weg. Und jetzt der Löwe da noch vor ihm. Und der ist leider nicht so gesessen, wie er ihn gerne gehabt hätte. Aber jetzt kann er da entspannt einaimen. Und jetzt kann er da den Löwen wegmachen. Der Löwe denkt sich auch irgendwie plötzlich so, ach, der ist der V. Gar kein großes Hindernis mehr. Ich lasse den mal in Ruhe da machen. Also ganz kurios, der Löwe jetzt hier in seinem Tun. Der will jetzt unbedingt auf den T54 gehen. Aber wie gesagt, war nix. Und jetzt geht er auch erst wieder auf. Also hat man gesehen, wie gut der STRV da einfach auch getarnt ist. Der Löwe hätte natürlich blind dahin schießen können, weil er wusste ja die ganze Zeit, wo er steht. Aber dann halt doch nicht. Und jetzt kann er hier weiter agieren. Jetzt kommt da der AMX da daher. Kette gezogen und mit dem nächsten Schuss nimmt er auch schon den raus. Er lädt halt einfach wahnsinnig schnell nach. Und das ist halt das Besondere an dem Gerät. Und jetzt auch der CDC. Könnte man sogar mit dem Hobel mal schnell auf HE umladen, weil der lädt ja ganz gut nach, aber reicht auch so. Gar kein Thema. Und jetzt der Löwe. Die nächste Raukatze, die ihn hier vor die Kanone kommt. Vierter Kill. 4659 Damage bis dato.
So. Artis sind ja keine am Start, deswegen braucht er da jetzt nicht hinterfahren. Aber da ist mit dem AMX, dem E4, Tortoise, Waffenträger und Objekt noch einiges am Start, was richtig unangenehm ist. 10 zu 9, also die Runde ist auch definitiv noch nicht entschieden. Und jetzt muss er natürlich erstmal in den Belagerungsmodus. Da hat er ja AMX erstmal bekommen von seinem Jagdtiger-Mate. Und jetzt im Belagerungsmodus ganz, ganz langsam vorrobben sozusagen. Da hat er jetzt nichts mehr bekommen, deswegen zieht er jetzt weiter voran. So, da unten, da ist jetzt einiges. Der Tiger, der beacht ein bisschen. Und die Torte ist da auch in der Mitte. Da kommt er seitlich drauf. Ah, oh, schön gesnappt. Da hat er nicht lang gewartet. Jetzt achtet er auf den Waffenträger. Der kommt jetzt natürlich hier hoch. Schön geguckt. Waffenträger wird direkt vom Panther zerstört, nachdem er hier nochmal einen gesessen hat. 5400 Schaden. So, und jetzt die Torte. Das ist halt schön auch an den Schweden, diese Mobilität. Und jetzt braucht er da gar nicht wirklich in den Belagerungsmodus gehen, sondern einfach hätte er sogar fast ranfahren können. Aber hat er dann jetzt doch gemacht. Und jetzt heißt auf den Tiger. So, jetzt den Arsch in die Höhe und dann kommt er auch runter und auch drauf, gerade so, oder? Oh, ganz knapp. Ja, jetzt schafft das. Bisschen mit der Bremse einfach arbeiten. So, jetzt schiebt ihn der Jagdtiger auch noch weiter vor, dass er da besser drauf kommt. Er zieht die Kette. Jagdtiger jetzt zieht die Schüsse auf sich und er kann ja weiter draufballern und dementsprechend beendet er hier dann die Runde. In dem Fall mit 5 Kills, da hat sein Mate jetzt nicht so ganz aufgepasst, sonst hätte sich hier noch den Krieger schnappen können, aber 6555 Damage in gerade mal 6 Minuten 50 ist aller Ehren wert und zeigt, wie geil die Schweden sein können und auch doch mal was bouncen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.